Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei Macallan, 12 Jahre alt Sherry Cask. 40%, naja, Whisky Base Nummer 113049. In England auf der www.macallan.com Seite steht denn dort 60 Pfund. Das klingt gut. Bei Horst ist er momentan bei whisky.de 127 Euro. Also das sind krasse Unterschiede dazwischen. Also hätte ich nie gedacht, dass das so unterschiedlich sein kann. So, wir schauen erstmal die Verpackung an. Also diese Diamanten sind überall hier wunderbar zu sehen. Hier ist das Haus. Ich war tatsächlich März 2019 bei Macallan. Ich habe die neue Distillerie, die einige Monate zuvor eröffnet wurde, auch besichtigt. Ich finde das Idee hier von einem Besucherzentrum, ein Besuchermagnet für Schottland außerhalb von Edinburgh und von Glasgow zu machen, absolut in Ordnung. Leute können andere Ideen da haben. Das ist ein Highland Single Malt Whisky, wobei es mitten in der Speyside ist. Speyside aus der Region kam später dazu, deshalb haben sie den Highland hier noch weiterhin benutzt. Und das ist ein Sherry Oak Cask, ganz wichtig. Es gibt auch ein Fine Oak und es gibt ein Sherry Oak und es gibt alle möglichen Oaks denn da. Und das steht hier, es wurde exklusiv gereift in handauserlesene Sherry Seasoned Casks von Jerez an Spanien für diese Reiche und für diese Komplexität in den Noten. So, Natural Color, das ist eine von ich wurde sieben, das sind die sechs Säulen hier von Macallan. Und da sieht man auf jede Flasche diese Sache, ja. So, ich gehe einfach hin und mache die Flasche auf. Und ich zeige euch erstmal die Flasche und dann mache ich sie auf. Ja, also eine neue Flasche. Das ist die zweite, die ich hatte. Ich habe eine Flaschenteilung gemacht und hatte zwei davon. Und das Erste, was man merkt, ist, dass in der Steuerbandole da rum, der kommt aus Spanien. Das habe ich auch nicht gewusst. Wieso habe ich eine Flasche aus Spanien? Also ich glaube, ich dachte, ich hätte das aus Holland gekauft, nicht aus Spanien. Naja. EU. Und die zweite Sache, was ganz wichtig ist hier, ist auch eine Hologramm hier drauf. Ja? Also da ist die Echtheitsgeschichte. Und dann muss man einfach mal drehen und dann kriegt man den Korken raus. Und da hat man den Hologramm kaputt gemacht. Aber da ist es ein Echtheit-Zertifikat. Das Gute ist, man kann den drehen. Dachte ich mir, nö, kann man nicht. Das ist nicht ein Highland Park Verschluss. Gut, wir schenken uns als ein hier. Das ist der neue Design. Auch ich finde das neue Design sehr gelungen, muss ich ehrlich sagen. Auch mit dem Dreieck hier, ein bisschen mit 12 und sehr edel. Sehr, sehr, sehr edel gemacht. Also sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Also alles Mögliche auf so viele verschiedene Sprachen auf der Rückseite. Gut. Macallan hat eine lange, lange Geschichte. Natürlich auf jeder Flasche muss der Zahl hier draufstehen. Steht sie nicht drauf? Irgendwo steht sie drauf, denn dort 1824, denn dort wurde es gegründet, da steht sie drauf, aber hier, genau, Established 1824. Ganz, ganz winzig klein steht die da drauf. Ja, genau, steht auch hier ganz winzig klein da drauf. Nun, viele Menschen haben früher Dalmore gehasst. Dalmore war die Flasche zu hassen, weil sie 40% abgefüllt haben und viel Farbstoff reingetan haben. Egal wie oft Richard Patterson seinen edlen Whisky auf den Boden geschmissen hat und dann da noch neu aufzufüllen, hat einfach dann in der Community einfach dieses Vereinbarung wurde getroffen, Dalmore ist doof. Mittlerweile gab es viele Leute, die auch gesagt haben, also Macallan ist doof. Nun, ich erzähle ein bisschen aus der Geschichte vom Whisky, was ich bisher verstanden habe. Also, wir gehen zurück in den 90er Jahren, ja, weit bevor ich mit Whisky angefangen habe. Ich habe praktisch 2016 mit Whisky angefangen, also knapp noch nicht mal 4 Jahren dabei. Ich bin da ein Kindergartenkind, was Whisky angeht. So, aber damals in den 90er Jahren war einfach Macallan Standard. Man hat einen 12 damals für wahrscheinlich 30 D-Mark manchmal gekauft, vielleicht dann 50 D-Mark, 30 Euro, wie auch immer. Das war einfach Standard, man hat nicht darüber nachgedacht, und das Zeug war echt lecker. Ja, also dann zogen die Preise langsam an, man hat auch den Sammler gehabt, die tatsächlich auch angefangen haben, Macallan auch anzubieten und dazu horrende Preise.
Also eine Flasche ging letztes Jahr, vorletztes Jahr jetzt mittlerweile für 1 Million Dollar dann dort, eine einzige Flasche. Und auch wenn man dort zu der Distillerie hinkommt, hast du eine ganze Wand von der ganzen Whiskys von damals, die sie selbst zurückgekauft haben. Und da wurde festgestellt, dass um die 40% davon waren Fälschungen, die sie selbst zurückgekauft hatten. Denn viel Geld wurde mit Macallan gemacht, denn das war einfach die Nummer 1 Whisky, in den man damals tatsächlich investierte. Ja, gut. So, Macallan zog an Preis und dann hat man irgendwann gemerkt, also Billy Walker hat dann praktisch Glendronach übernommen und Glendronach wurde in der 2000er praktisch dann dort, Ende der 2000er praktisch dann zu unserer neuer Lieblingsdistillerie. Ja, da kamen die Einzelfassabfüllungen auch jedes Jahr raus und die waren noch am Anfang sehr erträglich. Man hat 80 Euro auf den Tisch hingeblecht, hat man eine Fassstärke, irgendwie 25, 20 Jahre alte Whisky gehabt und der war einfach Bombe, ja. Nun, viele Leute gehen vom Glendronach weg, weil die zu teuer geworden sind und die suchen jetzt ein neuer sherry-lastiger Whisky. Denn wir lieben sherry-lastigen Whiskys. Und manche haben das bei Tamdu gefunden, manche haben bei Glenallachie den gefunden, manche haben den woanders auch schon entdeckt und sind dabei, einfach mal neue Sachen zu finden, damit man sein Hauswhisky sozusagen hat. So, bis zum Jahr 2004 hat Macallan ausschließlich in Sherryfässern dort reifen lassen. Und seit 2014 gibt es nun auch Bourbon-Reifungen. Ob man das so gut findet oder nicht. Dieser Whisky hier wurde ausschließlich dann in Sherryfässern gereift. Interessant, hier auf der Flasche steht das nicht. Ich schaue auf der Rückseite. Da steht es nicht. Doch, doch, das. Unser wurde exklusiv in Oloroso Sherry Fässern gereift. Yay, die schreiben das hinten drauf. Vorne nicht, aber hinten wenigstens Bravo. Auf der Packung steht das auch drauf und auf der Webseite steht auch Oloroso. Nicht PX, nicht irgendeine andere Art von Sherry. Nun, die Leute aus den 90er Jahren bis in die 2000, 2010er hin haben damals massiv tolle Whiskys in eine alte Sherry-Fässer bekommen, die einfach nicht zu vergleichen sind mit heute. Da wurde etwas benutzt, dieses schlecht gesagt, Jason. Paratex, glaube ich, war das. Schlecht, schlecht, schlecht. Und dort wurde einfach eine Sherry aufgekocht, mehr oder weniger eine Traubenmust. Und dann wurde es da mit Hochdruck reingespritzt und dann war es, wurde es einfach die Fässer benutzt. Das wurde dann irgendwann in den 90er Jahren verboten. Dauerte einige Jahre, bis die Fässer dann dort nicht mehr das hatten. Und dann hat man gesagt, was machen wir? Dann machen wir einfach mit Oloroso das Gleiche. Wir machen einfach Whisky, also wir machen einfach Oloroso-Konzentrat oder Oloroso-Essig praktisch da rein. Und machen mit Druck und machen einfach mal 6 oder 8 Monate später ein Fass. Und das ist alles gut. Alle machen das. Ja, also, und das Interessante ist, ich sag mal, wenigstens sagt denn Macallan hier, da sind Seasoned-Fässern. Man darf Sherry nicht mehr in Fässern außerhalb von Spanien dort führen, genau wie Scotch außerhalb von Schottland nicht abgefüllt werden darf. Es muss dort in dem Land, wenn es Single Malt sein will. Und genau auch mit Sherry muss es dann diese geografische Bezug haben und dann waren diese Transportfässer, die man früher hatte, weggefallen. Und deshalb haben viele Leute gesagt, Macallan kaufe ich nicht mehr. Und natürlich hat Macallan auch verschiedene Destillerien damals gehört denen, zum Beispiel Highland Park. Ja, das ist Erdinger-Gruppe ist das, eine interessante Konstellation von einem Non-Profit, der sehr viel Profit versucht zu erwirtschaften. Und die haben einfach sehr, sehr viele auch ihre Destillerien jetzt verkauft. Sie konzentrieren sich auf ein Kerngeschäft und sie haben sehr viel Geld ausgegeben, über 140 Millionen für eine neue Destillerie. Genug Zeit im Glas gegeben, ich will endlich mal probieren. Mir riecht er gut. Mir riecht er total nach einer fruchtigen Sherry. Bombe ist zu stark gesagt, aber eine fruchtige Sherry Whisky. Also man kriegt den unter 90 Euro, ja? 90 Euro, 12 Jahre alt, ist schon eine Hausnummer, nicht wahr? Kaum ein anderer 12-Jähriger am Single Malt Scotch kostet so viel. Stimmt.
Sehr, sehr angenehm. Ursprünglich habe ich gedacht, ich würde einfach an McAllen Edition Number 5 einfach nehmen, ja, als Vergleich. Aber jetzt in diesem Moment habe ich ganz bewusst mich umentschieden. Und ich tue das, was ich manchmal auch kann, ist, ich greife und ich hole etwas heraus. Denn der Gedanke kam, dass der 12-Jährige ist fast vergleichbar mit einem etwas älteren Whisky. Und in diesem Fall würde ich sagen, eine 15 Jahre alte Whisky. Nun, das ist nicht nur Pedro Ximénez, sondern das ist auch Oloroso Sherry-Reifung. Aber das hat auch seine 46% und das hat nur seine 40%. Ehrlich gesagt, ich habe eine, wie heißt das, eine Theorie. Korken ist gleich. Oh, guck mal, da kann man wunderbar sehen hier. Ja? Guck mal her. Der ist schon, ich darf den nicht wieder drauf tun. Also, ich muss noch einen Korken hier finden, aber das geht nicht gut. Schlecht, schlecht, schlecht. So, ich habe eine Theorie, würde ich sagen, bevor ich mit dem Korken-Desaster konfrontiert wurde. Ich glaube, McAllen lebt auch sehr stark noch von diesem Ruf. Ja, Daniel Craig, alias James Bond, hat eine 50 Jahre alte McAllen getrunken. Ja? Also McAllen ist da schon bei vielen Anwälten, bei Suits zum Beispiel, war McAllen immer wieder auch da davon der Rede. Diese Whisky hat eine gewisse Flair. Und das, davon lebt sie. Also auch in den Staaten, wenn man einfach mal sagt, Mensch, ich möchte gerne ein Single Malt. McAllen vielleicht? Ja. Und das ist einfach der S-Klasse von einer gewissen Kategorie. Ob die das Geld wert ist, die S-Klasse. Aber die machen schon gute Sachen, ja? So, Nase. Ich habe hier ein bisschen mehr Buttersäure, leicht verglichen mit hier. Hier habe ich mehr fruchtige. Ich habe Fudge heute. Ich liebe Fudge. Das ist mehr Holz und das ist mehr Frucht und das ist mehr Schokolade mit Fudge. Gute Wahl, Jason. Preislich eher Konkurrenten, ja. Hier sind wir bei 70, hier sind wir bei 80, ja. Eine gute Whisky. Tollen Ab Nachklang. Sehr schön, sehr schön. Also eine gute Sache denn da. Karamell, Karamell. Also Vanille, getrocknete Früchten, Ingwer. Gebalanced, Früchte, Eiche, Würze, getrocknete Früchte, Eiche, Würze, also so allgemein kann man einfach einen Whisky beschreiben und trotzdem gute Verpackung machen. Ein weiteres Verkaufargument für den Glendronach 15 Jahre alt ist 46%. Und ein weiteres Kompliment kann man schon sagen, ist tatsächlich, dass Roy bei Aquavite den zu Whisky des Jahres erkoren hat. Er sagte, das ist Ralphie macht das schon seit längerem. Und das ist ein Whisky, den man einfach vom blind einfach jeden Person empfehlen kann. Und ja, ich bin nicht unbedingt abgeneigt, das auch hier zu tun. Ja, die Alten sind wahrscheinlich besser, ich weiß, aber wir reden von dem, was wir heute haben und nicht von dem, was im Keller gebunkert wird. Ich habe eine, ja genau, die Flasche könnte ich auch greifen, wenn ich dran komme, genau. Ich habe den Scarpa 16 hier, der seit 8 Jahren vom Markt genommen wurde. Ich habe teuer Geld dafür bezahlt, 100 €. Und jemand anders hat geschrieben, du Jason, ich habe den für 40 gekauft. Ich sagte, wann? Er sagte 2006. Ich sagte, ja, toll. Und was? Er sagt, ich habe noch davon
genug im Keller. Ich sage, wie bitte? Ja, ich habe damals 12 Stück gekauft, 2 Cases. Also man muss das einfach nur richtig einteilen. Ich sage, ja, oder man muss Whisky damals gemocht haben. Und das ist das Gleiche mit Glendronach. Als es dann erzählt wurde, der wurde für Markt kurz genommen, das war auch ein bisschen der Fall. Hat jeder einfach sofort gegriffen auf diesen alten Dinger und dann bei Auktionen gingen die Preise bis auf 200 Pfund hoch für diese Dinge. Denn als sie rauskamen, sind die alten wieder auf 100 Pfund runtergegangen. Man kriegt den da für 65, 70 Pfund. Also von daher ist alles wieder gut. Und ich finde den neuen auch echt recht trinkbar, genießbar. Sowieso Glendronach mache ich gern. Ich weiß genau, was ich sagen möchte. Das ist der Whisky für Whisky-Kenner. Das ist der Whisky für Möchtegern-Kenner. Ja? Also eine mehr Prozente, Natural Color, nicht Kälte verträgt. Steht alles drauf. Steht da irgendwo, Natural Color steht da drauf. Steht da irgendwo, nicht Kälte verträgt, non-chilled filtered, ich glaube nicht. So, das ist auch ein Problem, was wir hier haben, ja? Genau. So, immer natürliche Farbe, aber Kältefiltration wird nicht die da Rede davon. Sowieso bei 40% nicht. Wenn die doofen Amerikaner hier Eiswürfel reinhauen, dann sofort trübt das ein und dann. So, und Transport und bla bla bla. Okay. Nase gefällt mir besser, aber der gefällt mir viel, viel besser auch im Geschmack. Vielleicht bin ich auch nur ein Poser. Vielleicht bin ich auch nur jemand, der möchte gern Whisky-Trinker sein. Das ist ein absoluter guter Whisky. Kein Brennen, kein Alkohol. Der hat schon ein bisschen Umf. Und hohle Nachklang, der nicht mithalten kann. Ja? Süß ist der. Fruchtig, voll schokoladig. Süß, süß, süß. Und da, eben das ist dieses Geschmacksprofil, was sie haben wollen. Das ist eine Einstiegsdroge und das ist hier eine weitere, kompliziertere, fortgeschrittene Whisky, mit dem man sich ein bisschen da mehr auseinandersetzen darf. So, kann ich diesen Whisky empfehlen? Ja, ich gebe den sogar auch eine 2 im Geschmack. 2, Leute, ja? Also 1, warum hast du es nicht gekauft bisher? Shame on you, schade. 2 kaufen, 3 kann man kaufen, 4 braucht man nicht kaufen, 5, warum überhaupt hergestellt? Und das ist eine solide 2. Das ist ein solider Whisky. Ist er zu flach? Aber der ist ein super schönes Mundgefühl. Der hat wirklich einen lang anhaltenden Nachklang. Das einzige Ding, was für viele von uns erfahrene Whisky-Trinker das Problem sein könnte, er ist arg süß. Auch ein bisschen flach, aber für die Anfänger, für die Leute, die ab und zu nur was trinken zum Feiertagen oder auch zu Geburtstagen und so weiter, so eine Flasche im Schrank zu haben, und das mit anderen zu teilen, ist genau richtig. Nun, kommen wir zu meinem zweiten Bewertungspunkt, nicht nur Geschmack, sondern Preis-Leistung. Und da möchte ich sagen, wenn du 127 € dafür bezahlst, wie bei whisky.de zurzeit, das wäre eine 4-. Wenn du allerdings den irgendwo für 80 € bekommen kannst oder einen Tick darunter sogar, sind wir da tatsächlich eher bei ein 3. 3 ist keine super tolle Bewertung von Preis-Leistung, denn das ist keine super tolle Preis für diese Whisky. Ja, aber der Geschmack ist gut und der Preis-Leistung ist okay. Man kann hiermit nichts verkehrt machen. Tolle Verpackung, tolle Design, gute Whisky da drin, alles, was man braucht, ja? So, Whisky Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, welche Macallan schmeckt euch am besten? So, und ich weiß, das wird noch ein paar Macallan 18s kommen oder vielleicht ein
etwas andere mit die alten Siennas oder mit irgendwann Ruby oder sonst was. Aber welche Macallan gefällt euch am besten? Oder schreibt einfach mal hin, wenn du nichts an Macallan kennst, welche Macallan würdest du gerne trinken? Aha, da gehen jetzt hier ein bisschen die Augen auf und da hat man ein bisschen eine Preisschraube, den man drehen kann. Denn Macallan hat schon hochpreisige Dinge, die man im normalen Leben nie im Glas bekommen wird. So, Whiskey Jason hier. Ich bedanke mich. Jeden Tag gibt es ein Video um 17:30 Uhr. Jeden Sonntag gibt es um 21 Uhr ein Livestream mit irgendeinem Gast. Ihr seht unten einen Link hin zu meiner Sample-Liste. Auch die Flasche wird drauf sein. Und ihr seht einen weiteren Link zu einer WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Ihr könnt auch dabei sein, denn diese Flasche wurde schon verteilt. Zum Glück habe ich zwei davon. Andere Flaschen wurden da schon verteilt, wie hier. Und viele andere Sachen. Alles kommt zuerst in der WhatsApp-Gruppe. Was übrig bleibt, kommt auf meine Liste dann da. Aber keine Angst, ihr findet immer noch 250, 300 Flaschen da drauf in diese PDF. Gut. Vielen Dank. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Und anderen erzählen. Vielleicht könnt ihr auch dieses Video auch teilen. Danke. Bis dahin. Tschüss.